Uiuiuiuiui. Kannst du mich fahren oder was? Hä? Na, hier, Junge, kleine Putze. Mehr, Junge, hast du Stress oder was? Hä? Meine Beine. Komm, daneben, scheiße. Komm, jetzt. Au, au, au. Alter. Ja, aber kann ich dir keinen Schaden zufügen? Doch, kannst du. Jetzt. Au. Alter, der tritt ständig gegen den Bitchfight. Hier mit so, mit unfairen Waffen oder was? Au! Gibt's da faire Waffen? Er hat eine Granate geworfen, im ja, Boxfight. Das kennst du doch mittlerweile bei ihm. Aber er kommt da mit Granaten oder mit Autos? So, Jobs. Na, Steve Jobs. Tot. Bin ich Bruch. Jetzt bist du tot. RTM, das ist ein RTM. Ja. Diese Hupe, Alter, die ist so penetrant. Eingeladen, seid ihr? Ja. Er wollte mich gerade überfahren, glaube ich. Aber nein, wollte ich nicht. Er ist ganz weit an mir vorbeigeschlittert. Nein, hätte ich dich überfahren wollen, hätte ich dich getroffen. Ich bin ziemlich bewusst an dir vorbeigefahren. Okay. Ausnahmsweise, ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ich hätte es nicht mal für den Anschlag. Für den Anschlag. Witzig, mein Spaß. Markus, verspielen wir nächstes Jahr dann zusammen RP. Irgendwo auf dem Sommer. Am PC. Ja, ich werde wie gesagt zu einer Bekannten von mir, die macht das schon eine Weile, da werde ich auf den Server gehen. Okay. Und vielleicht nebenbei noch beim Kumpel, der hat einen eigenen Server. Na, ja, man will ja nicht immer dasselbe spielen. Bitte haben Sie Geduld. Oh ne, das ist ein Rennen. Oh. Ich hab doch gesagt, wir machen mal was anderes. Vielleicht fahr ich gegen eine Wand. Ich stehe ja wieder senkrecht. Ja, an einer Bahnstation. Genau. Na dann aus. Ich war noch immer in der Tür. Wo stehe ich denn vorne? Gewöhn dich nicht dran. Weil du es von hinten magst. Ja. Perfekt, alles klar. Schön, dass du das weißt. Aha. Sprich aus Erfahrung. Siehst du, gewöhn dich nicht dran. Aber nie gesagt, dass ich wollte. Hä? Aber nie gesagt, dass ich vorne sein wollte.
Du weißt doch, Enrico, solange wie du uns noch kein neues Mitglied beschaffst, bist du halt das jüngste Mitglied und damit das Mobbing-Opfer. Ich komm nicht klar. Lang genug gemobbt. Boah. Scheiß NPCs, Alter. Ich muss nur versuchen, mit dem Ziel zu kommen, ne? Das ist gut. Wird dann auch gleich wieder lustig, wenn wir dann eine gemeinsame öffentliche Lobby wieder suchen. Mach schon mal die Wartemusik an. Oh. Oh ja, stell dich quer, genau. Schön beim ins Ziel fahren noch einen Passanten umgefahren. Ja, mir ist gerade kurz vom Ziel noch ein NPC von seiner Spur einmal quer rüber und hab mich fast weggerammt oder hab mich getroffen. So. Jetzt kommt gleich meine Message an Yvonne. Achso. Öffentlich? Ja. Kein Rennen mehr? Wir können auch ein Rennen machen. Weiß nicht, was. Ja. Wir haben doch gerade erst ein Rennen gemacht, wenn die jetzt auf online sind, ist die eine Folge wieder zu kurz. Oh. Das klingt doch gut. Verkehr ist, wenn es kracht, das klingt gut. Kennst du das? Das passt doch gerade. Frag jemand. Alter.
warte, ich mach mein Handy weg. Ich bin bereit, bist du bereit, sind wir bereit, das war's. Ja, und dann? So viele überteuerte Wagen, die man hier fahren kann, dass man im Leben nie fahren werden. Ja! Alles gut, es ist nichts passiert. Oh wow. Ja, da wird man abgeschossen von Enrico fast. Enrico fährt, macht einen NPC, der schießt einfach quer über die Straße, um Leute abzuschießen. Weil wir fliegen hier einfach auch noch von der Decke, ja. Durch die Tanke. Das kann ja was werden. Bum. Oh, Alter! Schikane! Komm ich mal hinterher bei dir. Keine Chance. Ist voll unfair. Ist der Wagen? Ist aber ungetuned, das sind, haben alle nur Standardautos. Ja, ja, aber trotzdem irgendwie kommst du nicht. Alter, was ist denn verflucht, was ist los? Ich habe keine Chance, irgendwie mitzukommen, das Tempo da vorne mitzugeben. Alter. Oh nein! Alter! Ich musste mich mal kurz respawnen, ein NPC hat mich von der Brücke gehauen. Trotzdem führst du noch mit fast 10 Sekunden Vorsprung. Wow! Alter. Das hört sich doch gut an. Oh, von mir mit deinem scheiß SUV. Keine Chance, der zieht mir direkt wieder weg. Bei diesen 2-3 Fehler bin ich jetzt wieder ein bisschen dran gekommen, aber er zieht mir trotzdem direkt wieder weg und mit trotz Windschatten. Nee, das war nicht wirklich machbar. Schade. Ich hatte gehofft, ich krieg dich nochmal.
Aber wie gesagt, du bist mir immer wieder weggezogen. Keine Chance, da wieder ranzukommen. So, wollen wir dann mal versuchen, eine gemeinsame öffentliche Lobby zu suchen? Oh Gott. Und mal ein bisschen Action machen. Könnt ihr dann zum Schluss nochmal Deathmatch oder so machen. Baka, baka, motherfucker. Okay. Das war früher mal mein Spruch, weil es sich so schön gereimt hat. Einmal kurz nein. Alles gut. So, gehe ich mal kurz auf Toilette und dann suchen wir eine Lobby. Oder ihr findet vielleicht schon eine dabei. Dabei, dabei. So, na dann.